Telekolleg Deutsch, Folge 3748. Handwerker Deutsch. In der Sprache der Handwerker stößt man häufig auf die positive Verneinung. Ich habe einen ganz wichtigen Termin, also kommen Sie bitte pünktlich. Oh, pünktlich für die Maurer. Das heißt bei Handwerkern, irgendwann werden wir schon kommen. Vielleicht. Ja, Schätzchen, ich weiß doch, warte mal eben. Oh Mensch, was soll das denn? Ich warte seit 3 Stunden. Oh, ja, Schatz. Ja, ich bin natürlich gleich daher. Sag doch einfach schon mal ja. Na, gleich. Oha und ohauahauaha. Diese zwei Begriffe hört man bei Handwerkern besonders häufig. Oha. Ohauahauaha bedeutet, machen Sie schon mal einen Termin mit dem Kreditberater Ihrer Bank. Ein Ende der Bauarbeiten ist nicht absehbar. Listen and repeat. Ohauahauaha. Die Handwerkersprache verfügt über ganz eigene Zeiten. Ja, und die Metallarbeiten, die machen wir dann morgen ganz entspannt im Laufe des Vormittags, ne? Okay, mhm. Super. Ja. Im Laufe des Vormittags kann bei Handwerkern so ziemlich jede Uhrzeit bedeuten. Oh. Oh. Ey, sag mal, geht's doch oder was? Moin! Wer wollte ich wohl? Ich kann dich nicht verstehen, nicht so laut! Wer hat das geklappt? Die folgenden Vokabeln werden von Handwerkern häufig in Notsituationen verwendet. Da kommt eine Wasserfontäne aus meiner Badezimmerwand. Einmal der Ronakraum, wie so schnell! Ach mal Röhr, Runa, Bromia, Gro, schnell. Bedeutet übersetzt, ach du Scheiße. Ist schon Mittagspause, hol mal meine Brotdose, aber schnell. Man war ja gerade noch rechtzeitig. Jo. Jo. Durch das im Handwerkerjargon übliche Weglassen von ganzen Wörtern entstehen häufig Missverständnisse. So, das wär's denn, ne? Entschuldigung, nennen Sie das hier etwa Besenrein? Jo, Besenrein. Jo, Besenrein. Bedeutet ins Deutsche übersetzt, da müssen Sie noch einmal mit dem Besen rein. Und jetzt noch einmal für alle. Jo, Besenrein. Ganz toll. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.